Seit Mercedes 1972 die S-Klasse eingeführt hat, wurden von dem Fahrzeug weltweit mehr als 4 Millionen Exemplare verkauft. Die Aufgabenstellung war seitens Mercedes relativ einfach zu definieren. Wir wollen das beste Auto der Welt bauen, so heißt es zumindest. Was die neue S-Klasse wirklich kann, ob sie das beste Auto der Welt ist und was ich von der S-Klasse erwarte, schauen wir uns jetzt an. Das beste Auto der Welt sollte auch in puncto Sicherheit ganz vorne mit dabei sein. Und da reden wir heutzutage natürlich auch von Sicherheits- und Assistenzsystemen. Und da interessiert mich jetzt, was bietet denn da die neue S-Klasse? Natürlich ist es auch unser Anspruch. Die S-Klasse ist das sicherste Auto der Welt und das wird sie auch in Zukunft sein. Was haben wir dafür getan? Wir haben praktisch an jeder Komponente, sowohl Hardware- als auch Softwareseitig, in diesem Auto nochmal gedreht, nochmal nachgelegt. Sei es die Kamera, sei es die Radare und vor allen Dingen natürlich die Algorithmen im Auto, die noch intelligenter geworden sind, sodass wir den Fahrer in praktisch jeder Situation unterstützen können. Sei es ein Zebrastreifen, wo er gewarnt wird, wenn jemand über die Straße möchte, sei es ein Fußgänger, der bereits die Straße überquert oder sei es ein Stauende bei hohen Geschwindigkeiten. Der Fahrer bekommt Unterstützung in kritischen Situationen, wenn er selber nicht mehr weiter weiß. Wie sieht es aus mit dem Thema Komfort? Weil auch da wollen wir natürlich vorne sein. Was kann denn die S-Klasse da neu? Im Grunde genommen entlastet sie den Fahrer in jeder Fahrsituation. Die Systeme nehmen nunmehr noch mehr Informationen in die Kalkulation mit hinein. Die Kamera, die Radare, aber auch die Karteninformationen. Das heißt, dass man mit diesem Auto auf praktisch jeder Straße, auf der man unterwegs ist, ein Maximum an Komfort hat bezüglich der Abstandshaltung zum Vordermann, aber auch bezüglich der Lenkassistenz. In jeder Kurve bekommt man Unterstützung und ist so maximal entlastet. Grundsätzlich verfügt die neue S-Klasse nun über die Assistenzsysteme der neuen E-Klasse. Diese wurden jedoch nochmals verbessert. So reicht zum Beispiel nun zum automatischen Überholen das einfache Antippen des Blinkers. Und der aktive Abstandsassistent Distronic passt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zum Beispiel vor Kurven, Kreisverkehren und Kreuzungen automatisch an. Das Fahrzeug scannt die Straße vorm Fahrzeug auf Unebenheiten und federt diese quasi aus. Das heißt, das Fahrzeug ist wirklich intelligent, wenn es darum geht, das Fahrwerk auf die jeweilige Bodenunebenheit hin abzustimmen. Und ein anderes, wie ich finde, sehr wichtiges Thema ist, es gibt hier die Möglichkeit, dass der Wagen sich quasi in die Kurve legt, wie ein Motorrad. Zwar sind das nur 2,65 Grad, aber das sorgt einfach dafür, dass bei Kurvenfahrten die Querkräfte auf den Fahrer oder Beifahrer oder die Passagiere noch mal deutlich reduziert werden und so einfach das Fahrerlebnis noch mal komfortabler machen. Das beste Auto der Welt sollte natürlich auch die effizientesten und dennoch agilen Antriebe liefern. Was hat denn da die aktuelle oder neue S-Klasse zu bieten? Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge zu bieten. Wir haben 3 neue Motoren im Portfolio. Das fängt an bei einem neuen V8 und es geht weiter mit 2 neuen reinen Sechszylindermotoren, ein Otto, ein Dieselreihensechser. Und bei all denen haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir sehr agile Powertrains zur Verfügung stellen, die aber trotzdem alle immer noch effizienter geworden sind. Gibt es denn auch neue Technologien bei den Motoren? Ja, also hier ist besonders hervorzuheben der reine Sechszylinder-Ottomotor, unser neuer S500. Sie merken es auch, der S500 war früher ein klassischer V8, jetzt ist es ein reiner Sechszylinder, das heißt, da haben wir ein Downsizing gemacht. Trotzdem sind wir von der Leistung her genau in derselben Klasse und sind aber 22% effizienter als unser Vorgänger auf der S500-Position. Und das Ganze dank 48-Volt-Technologie. Das ist ein Schritt in Richtung Elektrifizierung des Antriebs. Die wohl wichtigste Änderung bei den Motoren ist die konsequente Nutzung des 48-Volt-Bordnetzes beim neuen Sechszylinder. So ist es nun möglich, mit dem integrierten Startergenerator die Motorleistung kurzfristig um 16 kW und das maximale Drehmoment um 250 Newtonmeter anzuheben. Außerdem wirkt sich die Rekuperation positiv auf den Verbrauch aus. Und der neue elektrische Verdichter reduziert zudem das Turboloch deutlich. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt sage, es gibt viele Menschen, die fahren eine S-Klasse, weil sie einfach extrem komfortabel und sicher ist. Aber es gibt auch Leute, die wollen einfach das Paket plus sehr viel Power. Gibt es da auch was? Ja, ich glaube, da haben wir wirklich für jeden was anzubieten. Wir haben ein Einstiegsmodell, das ist der rein Sechszylinder Diesel. Auch da einfach nochmal kann man sagen, 6% weniger Verbrauch, 10% mehr Leistung. Also auch da wirklich ein sehr gutes Angebot und nach oben ist fast alles offen quasi. Das heißt, mit einem S63 AMG, da bleiben, glaube ich, keine Wünsche offen. Yeah.
Zum besten Auto der Welt gehört natürlich auch maximaler Komfort. Und was bietet denn da die neue S-Klasse? In der neuen S-Klasse bieten wir dem Kunden ein neues Feature, das heißt Energizing Comfort. Da bieten wir verschiedene Programme dem Kunden an, die verschiedene Feature, die bereits im Auto vorhanden sind, zu einem Paket zusammenfassen. Das bedeutet, der Kunde muss nicht mehr selbst die einzelnen Feature sich einstellen, sondern wir bieten dem Kunden quasi proaktiv schon verschiedene Programme an und er muss die nur noch mit einem Klick auswählen. Was sind das denn für Programmthemen? Also habe ich unterschiedliche Themenwelten und welche Feature kommen dann da zusammen? Mhm. Also wir haben so ein bisschen zwei Themen. Das eine Thema ist die Klimatisierung, das Gefühl im Wagen selbst. Da haben wir einmal das Programm Frische. Das startet die Sitzklimatisierung. Das gibt einem ein bisschen einen schönen Wind von vorne und setzt auch noch die Beduftung etwas nach oben. Dann haben wir das Programm Wärme. Das Programm Wärme startet die Sitzheizung, die Flächenheizung, die Lenkradheizung und auch das ambiente Licht wird immer entsprechend eingestellt, damit die richtige Stimmung aufkommt. Das sind die zwei Klimaprogramme. Dann gibt es noch drei Programme, die zielen so ein bisschen auf das Wohlbefinden des Fahrers ab oder auf das Gefühl während der Fahrt. Das wären das Programm Vitalität, das Programm Freude und das Programm Wohlbehagen. Und da ist dann auch Musik dabei, die dann tatsächlich so ein bisschen das Gefühl des Fahrers während der Fahrt beeinflussen soll. Wenn ich jetzt im Auto sitze und wäre zum Beispiel müde und will einfach ein Programm wählen, das mich, sag mal, böse wach hält, dann will ich ja nicht unbedingt in Menüs suchen. Wie mache ich das denn dann? Genau, also das Schöne ist jetzt auch bei der neuen S-Klasse, dass wir diese ganzen Programme direkt per Sprache ansteuern können. Wir können zum Beispiel, während wir in Navigationsscreens sind, einfach die Push-to-Talk-Taste drücken und dann sagen, starte Programm Wärme oder starte Programm Vitalität und dann startet das Programm direkt und man muss sich durch keine Menüs suchen. Perfekte Wohlfühlatmosphäre. Das Interieur der S-Klasse zeigt sich ganz klar von seiner besten Seite und da ist sie sicherlich sehr weit vorne. Es gibt wirklich weder an den Materialien noch an der Qualität der Verarbeitung irgendetwas auszusetzen. Es ist wirklich einfach nur sehr schön und auch sehr modern. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch zwei 12,3 Zoll große Bildschirme vor uns, die unter einem einzigen Stück Glas liegen und damit quasi zu einem Widescreen verschmelzen. Das ist alles voll digital, zeigt alles in bester Qualität. Und ich muss sagen, in diesem Fahrgastraum kann man sich einfach nur wohlfühlen. Wenn wir über echten Luxus sprechen, über echten Komfort, dann spricht man natürlich auch über Platz und selbstverständlich bietet die S-Klasse mehr als genug davon, zumal wir hier die langen Versionen der S-Klasse fahren. Da muss ich aber dennoch sagen, ich bin fast 2 Meter groß, also rund 1,95. Ich sitze hier richtig gut. Ich habe den Sitz genauso eingestellt, wie ich es möchte. Hinter mir kann ich selber noch sitzen und habe vor den Knien noch rund 10 cm Raum. Und das finde ich ist echter Luxus, denn mehr Platz braucht niemand. Das neue optionale Multibeam-LED-Licht der S-Klasse ist in zweierlei Hinsicht erstklassig. Zum einen verteilen die 84 individuellen steuerbaren LEDs der Scheinwerfer das Licht immer automatisch, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Zum anderen bietet das sogenannte Ultra-Range-Fernlicht die gesetzlich maximale Lichtstärke und somit immer eine optimale Ausleuchtung der Straße. Das beste Auto der Welt sollte natürlich auch als solches erkennbar sein und sollte, wie ich finde, auch ein einfach elegantes und vor allen Dingen zeitloses Design bieten. Das zeigt die S-Klasse ganz klar. Wenn wir uns die Front anschauen, da ist nur wenig passiert, aber das Auto hat jetzt hier diese drei Doppellamellen. Wir haben neue Scheinwerfer, die hier die sogenannten drei Fackeln liefern. Das ist wirklich ein einzigartiges Gesicht. Die jedoch sind nicht Serie, die gibt es erst mit dem Multibeam-LED-Licht. Aber wie man mir versichert hat, bestellt eigentlich jeder Kunde genau diese Ausstattung. Insgesamt muss ich sagen, ich kann nicht beurteilen, ob die S-Klasse das beste Auto der Welt ist, obwohl ich schon viele Autos gefahren bin, aber eben noch nicht alle. Für mich jedoch gehört sie ganz klar dazu.